Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zur nächsten Folge von FIFA 16 Karrieremodus mit Manchester City. Wir haben heute ein paar Spiele vor uns. Ich hatte überlegt, wir spielen das Spiel gegen West Brom Albion nicht selbst, sondern simulieren es. Spielen aber das Spiel gegen Inter. Ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel war. Das haben wir 1-0 gewonnen. Das heißt, Rückspiel wird sehr, sehr wichtig. Und dann hätten wir noch das Halbfinale in dem Cup, in dem FA Cup gegen Manchester United. Das wird richtig top. Und ja, deswegen legen wir mal los und simulieren die Partie. Ich habe die Ausstellung ein bisschen bearbeitet, beziehungsweise den, wer aufläuft sozusagen. Und habe da so ein bisschen herum... Elfmeter verschossen. Habe da ein bisschen so herumexperimentiert, dass halt die nicht so viel genutzten Spieler hier heute ein bisschen arbeiten dürfen. Wir haben jetzt das 1:1. Silva mit dem 2:1, sehr schön. Touré hat einen Elfer verschossen, das ist nicht so gut. Aber okay. Otamendi und Rodriguez. Otamendi auf links. Wahnsinn. Okay. Martins als rechter Flügel oder rechter Stürmer macht das 3:1. Das gefällt mir doch schon mal richtig gut. Das ist sehr schön. So, zurückgezogen. Jetzt wird's wichtig. Motivieren wir uns. Einmal kurz geschaut. Wir können auch das Training wieder machen. Ihr seht, tot hoch 10. Deswegen habe ich das auch eigentlich gemacht. Und... wir haben zweimal den Leno, wir haben Nacho, Özyakub und Martins. Jo. Okay. Simuliert, Jungs. Zack. Und Leno geht hoch. Sehr schön. Das wird unser zukünftiger Stammkeeper werden, wenn er denn erstmal alt genug ist. So, also weiter nach vorn. Und Scouting-Update. Ach, das ist ja schön. Der ist jetzt nichts für uns. Ablehnen. Der Jake Martin sieht gut aus, defensiv stark. Und der ist auch eher nix. Das heißt, lehnen wir ab. Zwischen 48 und 66 ist 1,94 groß. Also der wird sicherlich kein Flügelspieler sein, vermute ich mal. Also eher Stürmer oder Mittelfeld. Den können wir eigentlich mitnehmen, ne? Und den hier eigentlich auch. Okay, verpflichten und verpflichten. Dann können wir mal ganz kurz reinschauen in unsere Jugendherberge, ich was gesagt. Wie hieß der denn? Was gut wäre, wenn es hier noch eine dritte Spalte oder vierte Spalte geben würde, mit wie lange ist der denn schon in unserer Jugendmannschaft? Das vermisse ich halt die ganze Zeit. Das finde ich irgendwie sehr, sehr schade. So, und wen hatten wir denn da eben gerade? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Der ist es nicht. Ich glaube, die waren beide 16, ne? Peter Davis. 1,85, das ist er, glaube ich, nicht. 1,94, da ist er. Und er ist sogar Stürmer, starke Physis. 58er Gesamtbewertung. 1,94 groß, relativ flott für seine Gesamtbewertung. Ausdauer richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir aber sowas von. Den werden wir bestimmt gut verleihen. Und ich glaube, den hatten wir auch eben gerade, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer das eben war. Andrew Green. Auch der hier ist ganz gut. Richtig super Werte, also ähnlich hier, ne? 1,85. Wow. Also wir haben da echt gute Spieler. Physisch stark. Also die gefallen mir recht gut. Nur, dass der hier noch ein bisschen weniger Gesamtbewertung hat. Aber das können wir alles ja noch ein bisschen, ne, pushen. Sehr, sehr schön. Und dann heißt es erstmal das Spiel gegen Inter. Ich werde die Aufstellung bearbeiten und dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, meine lieben Leute, da sind wir. Manchester City, Inter Mailand. Wir sind hier zu Hause. Und das Hinspiel haben wir 1-0 gewonnen. Das heißt, unentschieden würde reichen. Irgendein Sieg würde auch reichen. Und alles, was mit einer Niederlage zu tun hat, ist dann eher ein bisschen schlecht. Ich denke aber, dass wir das alles hier wuppen werden. Das heißt, mit Sieg und Unentschieden sind wir auf der sicheren Seite. Das heißt, wir haben eine 2/3-Wahrscheinlichkeit, so grob überschlagen, dass wir das Spiel hier heute klar machen. Der Schuss aus der zweiten Reihe war nicht verkehrt. Da musste er sich aber ganz schön lang machen. Handanovic, ja, yes, okay. Kevin. Schöner Kopfball. Schaut euch das Ding mal an. Er steht frei und dann
Boom. Der war sehr, sehr präzise. Sehr, sehr präzise. Und das hilft uns natürlich hier. 2:0 steht es jetzt. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich bin da soweit. Ja, mehr als zufrieden. 1:0. Sehr schön. Angriff von Inter. Oh, abgewehrt. Beinahe direkt den Ausgleich kassiert, beziehungsweise, naja, 2:1 wäre es dann in der Gesamtrechnung. Aber beinahe, ne? Also beinahe. Direkt im Anschluss. Das passiert oftmals, ne? Dass man direkt im Anschluss wieder was kassiert. Wir sind auf jeden Fall irgendwo in der K.O.-Runde und ich meine, es ist Viertelfinale. Aber ich weiß es gerade nicht mehr so ganz aus dem Kopf. Oh, das ist eine super Position. Dass ich das gespielt habe. Oh, wunderschön. Nein. Nein, nein, nein. Ah. Weitergeleitet. Finesse-Schuss. Nicht richtig hart. Da hätte ich noch einen Schritt gehen müssen, damit Isco den schön oben links reinsetzen kann. Oder oben rechts. Kopfball mal wieder. Aber den hat Handanovic. Wunderschön. Sterling. Yes! Sauber konzentriert. Ich habe mich richtig hart konzentriert. Wollte einfach da durch und dann steht es hier 2:0. Schaut euch das mal an. Das war ein bisschen unglücklich. Ich wollte ihn eigentlich auf Nainggolan und dann von hinten draufziehen. Dann ist da eine andere Kombination leider draus geworden. De Bruyne kommt dann am Ball, macht dann noch einmal den Fake-Shot, hat Platz und schießt dann aufs lange Eck zum 2:0. Und vorbei, die erste Hälfte des Spiels. Die liegen jetzt insgesamt 3:0 vorne. Das ist schon bitter für Inter. Ich glaube aber, dass sie da nicht hinterherkommen. Chelsea liegt in Führung gegen Bayern. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie war das Hinspiel? Und es sieht nach Halbfinale aus, ne? Wenn nur eine Partie hier angezeigt wird. Das ist das Halbfinale. Ich war mir nicht ganz sicher. Oh, Chelsea liegt vorne. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe aber die Baller. Kann nicht mehr. Das heißt, oder ist sehr unfrisch. Wir holen Martins rein. Und naja, zweite Hälfte, da müssen wir irgendwann in der 60. Minute, 65. oder so, mal ein bisschen wechseln. Die Baller spielt ja immer sehr viel bei uns, also der ist schon angekommen bei uns im Verein. Wird aber noch hoffentlich viel, viel, viel besser. Sodass wir vielleicht uns irgendwann überlegen können, naja, Agüero zu verkaufen. Ich bin nicht der größte Freund von Agüero. Nicht der größte Fan. Er ist ein super starker Spieler. Wenn man meint, ja, verkaufen wäre doof, ist richtig, ne? Also wir brauchen ihn eigentlich nicht zu verkaufen. Der ist stark, der ist richtig spitze eigentlich. Aber ich bin irgendwie nicht so ganz, ich werde nicht so richtig warm mit ihm. Und da sind sie in der Mitte durch und da ist das 2:1. Ui, 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 ui. Also da haben sie richtig gut überlegt, richtig viel geschaut und dann hatten sie den Platz, weil ich dazwischen gegangen bin. Achtung, das sieht man auch gleich. Da unten, die Verteidigung ist am Stolpern. Ich meine, es ist Otamendi. Und dann ist da komplett Platz, alles frei. 3:1. Oder insgesamt 3:1, jetzt hier an der Stelle 2:1. Schöner Schuss. Aber auch da steht einer auf der Linie und passt da auf. Ich weiß nicht, ob der Keeper sonst rangekommen wäre. Ah, Martins! Warum machst du denn keinen Fallrückzieher? Muss er dafür Akrobat haben? Ich weiß es nicht. Und da kommt Nainggolan durch. Nainggolan! Wahnsinn! Gutes Stellungsspiel. Nainggolan läuft richtig gut. Zieht ab, aber natürlich wird dort Handanovic tätig. Muss er natürlich auch. Und hält das Ding aber auch souverän. Gibt hier die Ecke. Kevin De Bruyne. Meine Güte, ist das eng gewesen. Die Flanke. Darüber. Wir sind noch am Ball.
Oh, ich werd bescheuert im Kopf. Company. Da wird Nacho geschickt. Dem wird da Platz gelassen. Dankeschön. Ich glaube es nicht, Mann. Der muss doch da ins Tor. Der muss doch da rein. Da müssen wir den Sack zumachen. Nacho hat doch da so ein richtiges Geschenk bekommen. Oh, Mann. Der hat richtig viel Platz und letzte Sekunde kommen sie noch mal ran. Und vorbei. Yes. Das ist der Einzug ins Finale. Jetzt kommt es noch drauf an. Wie hat Bayern gespielt? Spielen wir gegen Bayern im Finale oder haben wir da Chelsea als Gegner? Ist jetzt mal eine ganz interessante Sache. Kommt hier noch irgendwie eine schöne Animation? Ich glaube nicht, ne? Die feiern sich so ein bisschen. Wuhu! Sehr schön. Also wir sind soweit durch. Inter irgendwie wollten die nicht, keine Ahnung. Chelsea, Bayern 1-0. Wie ist das Endergebnis denn? 4-1 für Bayern, alles klar. Die haben da gar kein Problem gesehen. Es war aber nicht das Halbfinale. Okay, Viertelfinale. Das heißt, der nächste Gegner, der jetzt ansteht, wird dann vermutlich dann Bayern sein. Ne? Wir gegen Bayern im Halbfinale. Ich habe da halt gedacht, es ist nur ein Ergebnis. Deswegen dachte ich, deswegen wäre es irgendwie schon das Halbfinale. Aber ist es nicht. Okay, wir motivieren uns erstmal. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieltermin. Turnierpreisgeld nochmal 8 Millionen. Spieler gesperrt. Ja, wegen zu vielen gelben Karten. Das war irgendwie abzusehen. Und jetzt heißt es erstmal frisch werden. Oh Mann, FA Cup. Jungs, ihr seht müde aus, aber da müssen wir durch. Und das ist das Halbfinale. Da sind wir ziemlich sicher Halbfinale. Torjäger, da können wir noch ein bisschen was machen, glaube ich. Und deswegen, ja, werde ich nochmal hier kurz gucken, ob ich irgendwen auswechsel. Ansonsten sehen wir uns gleich in der Partie gegen Manchester United. Da geht es auch schon los. The Emirates FA Cup. Richtig krasses Derby hier für uns. Manchester City gegen Manchester United. Starkes, starkes Spiel. Da wird ordentlich Druck gemacht. Sehr schön. United kommt ins Wanken. Aber nicht hier. Ja, ist klar. Wir werden hier weggeknallt, wie nichts Gutes. Aber bei uns sagt der Schiedsrichter nichts. Das finde ich schade, dass das immer so eine Zwei-Klassen-Entscheidung ist, habe ich so das Gefühl. Und das war schlecht. Rooney. Und schön gehalten. Wunderbar. Und daneben. Zum Glück. Alles gut, Paulo Dybala. Nein, nein, nein! Wow! Knappe Kiste, Aguero. Schön. Endlich mal der erste Schuss. 30 Minuten gespielt. Oh nein! Das war so gut. Das war richtig stark. Junge, Junge, Junge. Es ist wenig Platz und er spielt den Ball einfach nicht, weil er keine Kraft im Fuß hat, oder wie? Bleib dran, komm. Erste Hälfte gleich vorbei. Es ist wirklich sehr tricky. Und vorbei. Erste Hälfte. 0-0. Ich will das jetzt in der regulären Zeit durchhaben. Wir haben keine Chance, richtige Schüsse abzugeben. Es nervt, weil wir viel zu unsicher sind. Was ist denn da los? Sterling. Und der macht den da. Es geht doch. Geht doch, Junge. Geht doch. Sehr schön. Aus dem Winkel. Einfach raufhalten. Keeper kann da wenig machen. Sehr schön. Geht erstmal rein und zieht dann einfach schön aufs kurze Eck. Boom. Und da, naja, geht er dann aufs lange. Ne? Also, er macht die kurze Ecke zu.
Und dann kommt er einfach zum Schuss. 1-0. Spitze. So will ich das sehen, Jungs. So will ich das sehen. Schöne Einzelleistung da von Raheem Sterling. Macht er gut. 48 Minuten gespielt. Wir sind im Spiel endlich angekommen. Weniger Chancen als United, das ist klar. Oh, 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 oh. Ich musste da rein. Es gibt die gelbe Karte. Mindestens. Der Mandy gelb. Musste ich machen. Ja, gut. Gut, gut, gut. Manchester United. Die dürfen einfach nicht mehr durchkommen. Es sind nur noch 5 Minuten, Jungs. 5 Minuten, die wir hier bestehen müssen. Es ist doch so klar. Es ist doch so klar. Plötzlich wieder eine Flanke des Todes, die einfach mal aus dem Nichts kommt. Zum Glück geht das Ding nicht rein. Zum Glück nicht. Wir können einfach überhaupt nicht mehr. Aber auf der gegnerischen Seite sieht es nicht anders aus. Und da ist das Spiel vorbei. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Eine richtig große rote Wand. Heftig. Das ist richtig heftig, wie viele Leute da sind. Und ja, das haben wir gewonnen. Mit einem Tor durch Raheem Sterling. Der Lauf, sehr schön. Bisschen lucky, aber Hauptsache drin. Drin ist drin. Spitze. 3-6. Wir hatten nur 3 Chancen. Ich glaub's echt nicht, ey. Oh Mann, United war ein Stück besser. Aber damit heißt es, nächstes Spiel ist das Finale. Wir wissen aber nicht gegen wen. Tottenham oder Chelsea. So, das Training möchte ich nochmal nutzen und ich möchte das ein bisschen verändern. Özyakub soll noch ein bisschen mehr, Nacho ein bisschen mehr. Oder will ich Nacho ein bisschen mehr spielen lassen, ein bisschen mehr pushen? Ich weiß es gerade nicht. Die beiden Trainingspositionen mache ich erstmal weg. Wir haben hier einige Spieler, die ich jetzt noch ein bisschen pushen könnte und ich schaue mal, wen wir da nehmen. So, ich habe mir gedacht, Özyakub und Martins kriegen 2 zusätzliche Einheiten. Und dann schauen wir mal, was die beiden Jungs da rausholen können. Und wie ich sehe, Nacho, schön hoch auf die 79, top. Sehr, sehr gut. Jungs, weitermachen bitte. Weiter so, weiter so. Ja, und da haben wir wieder einmal das Spiel gegen Manchester United. Ist das Spiel um Platz, oder gegen den Platz 3. Wir sind soweit eigentlich recht gut aufgestellt. Sollten wir aber ähnlich spielen können wie beim letzten Mal. Hier müssen noch ein paar Spiele auf jeden Fall. Nächste Folge, denke ich, werden wir United spielen, Stoke City simulieren und eventuell Barcelona Champions League Halbfinale anspielen. Und dann hätten wir noch ein bisschen was zu tun im nächsten Monat. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir sind schon bald durch. Ich würde mal so sagen, 3-4 Folgen sind es noch in etwa, vielleicht noch 5. Und dann sind wir in der nächsten Saison. Ich bedanke mich erstmal soweit wieder bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne die Daumen nach oben da, das wäre richtig cool. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.